So, für den 29.09. schauen wir mal. Das ist ja ein lustiges Datum mit lauter Zweier und Neuner. Der 29.09.22. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt für uns. Aha, die eine Karte, die will schon unbedingt raus. Merkt ihr das? Aber ich lasse sie noch drinnen. Ich habe das lieber, wenn sie nämlich wirklich rausspringen. Schauen wir mal, was da kommt. König der Kelche, die Welt. Und was haben wir da noch? Chariot, wow. Also das sind zwei große Arkana und eine Hofkarte. Da haben wir einmal den Chariot. Der Chariot ist die Karte des Krebses. Das ist auch die Karte für Umzüge und Reisen. Das heißt, einige von euch werden vielleicht eine Reise antreten. Andere von euch wollen ganz umziehen in ein ganz neues Land, ganz neue Stadt. Also man ist hier auf dem Weg. Andere von euch machen sich vielleicht beruflich auf einen neuen Weg. Ja? Ihr schlagt eine neue Richtung ein. Und das ist eine Karte des Sieges. Ja? Das heißt, hier ist ein Triumphzug steht für euch an. Das heißt, eure Projekte, die klappen. Wenn ihr euch zum Beispiel beworben habt an einer bestimmten Uni, dann werdet ihr da aufgenommen, weil diese Karte einfach rauskommt und sagt, ja, der Sieg ist euer. Plus die 21, die Karte des, ja, das ist auch irgendwie toll, weil wir haben hier, wenn man schaut, die 21, die 7 und eine einzelne Königskarte. Ja, das heißt, wir haben 21 und 7 ist 28 plus die 1 wäre 29. Würde perfekt passen für den 29.09. Mit der 21 haben wir hier die Weltkarte. Das ist eine Karte, wo du sagst, ja, ich habe alle meine Prüfungen bestanden. Ich darf mir jetzt auf die Schulter klopfen. Ich habe das gut gemacht. Ich komme jetzt in ein neues Leben. Das sind solche Wechsel wie zum Beispiel, du hast die Uni fertig und gehst jetzt ins Berufsleben. Oder du hast jetzt lange gearbeitet, warst im Berufsleben und kommst jetzt in die Pension. Also das sind so große Lebenswechsel, ja, wo man wirklich Beispielloses geleistet hat. Ja, man darf stolz auf sich sein. Und König der Kelche, das ist eine sehr feinfühlige Person. Könnte ein Mann sein, ja, könnte auch, weil es ein Wasserzeichen ist, ja, und die Wasserzeichen, die haben wir hier ja schon einmal vertreten. Ich habe euch ja gesagt, dass das die Karte des Krebses ist. Das heißt, vielleicht treffen einige von euch einen Krebsmann, ja, einen Krebsmann, der ist vielleicht ein Heiler oder sehr spiritueller Mensch. Der heilt vielleicht andere durch körperliche Praktiken, dass er zum Beispiel sagt, er ist Masseur oder er ist Fitnesstrainer oder was auch immer oder ein Arzt, ein ganz normaler Schulmediziner oder ein Akupunkturmeister. Also das kann alles Mögliche sein. Das kann auch ein Heiler sein auf der geistigen Ebene. Das kann sein ein, was weiß ich, ein Psychologe, ein Mentor, ein Coach, ein, ja, alles Mögliche. Ja, das sind Menschen, die anderen helfen. Und dieser Mann ist euch wohlgesonnen. Das heißt, man hat hier doppelt den Krebs, doppelt das Wasserzeichen und einen sehr glücklichen Menschen in der Mitte. Das heißt, es ist rundherum positiv, ja, positive Einflüsse. Wenn das eure Energie ist, würde das heißen, dass ihr sehr medial veranlagt seid und dass ihr anderen Menschen helfen könnt, ja. Jetzt noch die Ja-Nein-Frage. Du darfst jetzt noch eine Frage stellen. Ich werfe den Würfel in die Höhe und wir schauen, was die Antwort ist. Heute wieder Jein. Das heißt, einige Dinge sind noch unklar, sind noch ungewiss, man muss noch Geduld haben. Ich wünsche euch ein schönes Tag. Bis bald. Tschüss.